Nochmal Zigaretten. Einen wunderschönen guten Abend. Ich habe gerade eine Schreckensmeldung reingekriegt. Esther hat schon wieder ihre Amphire verloren. Ah, und ich will ja halt eigentlich meine zweite kleine süße Pflanze hier holen. So. Hatten wir ja letztens gehört, aber nicht gefunden. Jetzt muss ich. Dort ist. Okay, das ist sehr leise. Da kann ich die. Ich muss jetzt ein bisschen die. So. Weil sonst kann ich die. Oh ja. So, dann müssen wir mal gucken, wo die ist. Ich mal vorsorglich an. Weil die kann man nämlich hören und ganz schlecht sehen. Guten Abend, lieber Busimbu. So, und ich habe ja wieder meine Untertitel hier an, damit ich die hören kann. Wenn die hier wieder irgendwo rumflattert. Ihr wisst, flattern ist. Ich nehme mal trotzdem lieber das Spiel. Aber das tut mir echt leid, Chris. So, wir müssen mal gucken, ob hier nochmal irgendwo was flattert. Ja, Skeletto, der kann mir bestimmt helfen, Chris. Weil das ist ärgerlich, weil das ist ja nämlich jetzt schon das zweite Mal passiert. Problem ist, wenn man ungeübt in dem Spiel ist und einen falschen Knopf drückt. Ah, dann müssen wir doch wieder hier hoch. Ich hab. Wir brauchen ein Flatter. Deswegen hier in der. Aber ich habe so die Befürchtung, dass wir erstmal nur beide hier wieder rumkrauchen müssen, bevor wir hier klatschen. Klatschen ist Wasser als Lied. Sagen wir, rutschen mal wieder hier hinunter. Hey. Au. Dein Ernst? Hört mal, ich habe ein viel größeres Messer. So, jetzt muss man gucken und horchen vor. Weil dieses Flattervieh. Das Flattervieh doch arg Sorgen macht, weil wir das nur. Es ist ein bisschen unfair, aber ich will unbedingt weiter haben, weil mit einem alleine kann ich ja nichts. Brauche es. So, das heißt, wir werden nochmal in diese wunderschöne Höhle gehen und wir wissen ja jetzt, auf was wir achten müssen. Ich höre dich, was? Ich höre mich abgehackt an. Warte mal. Das kann mit dem schlechten. Okay. Warte mal, ich mach mal kurz was. Ja. Hab mich mal neu eingestöpselt. Das kann sein, weil ich weiß nicht, was mein PC da hinten gerade wieder veranstaltet. Aber das könnte wieder ein Update sein. Ich hoffe, es ist jetzt ein bisschen besser. Wenn nicht, muss ich in kurzen Sätzen heute reden. Okay, also wie gesagt, wir müssen es auf das Flattern nach. Und das ist hier leider nicht so einfach. Da in jede Ecke reinkriegen. Wir wollen oder nicht. Axolotl. Gut, ein Axolotl haben wir schon gehört. Wasser fließt, aber ich glaube nicht, dass da hinten einer rumwuschelt. Ich glaube, die brauchen Grün. Blop, blop. Ich brauche so ein. Blop, blop. Ach stimmt, da hinten mal die Gegend.
Hallo Leck. Ja, okay. Also es liegt definitiv nicht an mir. Ich beobachte das mal ein paar Minuten. Ja, mach mal. Liegt nicht an mir. Es ist hier tatsächlich wieder ein bisschen Gelecke zugange. Aber damit können wir leben. Also wenn das mal kurz bringt, sterben wir nicht. Letzter Todeszeitpunkt. So. Hier bin ich also mal gestorben. Okay, hier gibt es aber trotzdem keine Viecher. Sehen können. Alles leer. Hab jetzt nicht unbedingt die große Lust, wieder da ganz, ganz nach unten. Denn ihr wisst ja, da unten ist richtig. Ich habe mal Glück und in der Zeit spawnt oben wieder ein. Ich weiß es nicht. Wir probieren es einfach. Weil ich möchte einfach nicht aus dieser Höhle gehen, ohne das zweite gefunden zu haben. Plattenklappen. Hab's gehört. Ich habe ein Plattenklappen gehört. Aber wo? Ganz unten. Hier ist doch nicht. Das war beim letzten Mal auch schon so komisch. Da renne ich da dauernd dran vorbei. Hier. Zeig dich doch mal. Hallo. Blatter quietscht. Ganz deutlich. Okay, da ist eine Kakerlake. Will ich jetzt nicht. Der ist ganz in. Den da über mir? Den. Ja, den doch. Den hatten wir doch letztens auch hier schon. Ja, den, ich sehe den. Das Vieh. Na nur. Ich höre dich, komm runter. Wenn du da. Ach, da bist du. Oh. Ich hab ihn, okay. Wir haben ihn, wir haben ihn. La 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 la. So, gut, dann packen wir jetzt mal alles weg, was wir jetzt hier nicht unmittelbar gebrauchen können. Schmeißen wir jetzt hier alles rein. Wir haben jetzt unseren zweiten Flattenklappen. Flattervieh vom Dienst. So, okay. Gut. Dann haben wir zumindest das jetzt schon mal gelöst. Okay, haben wir noch einen Käfig? Ich könnte mir noch einen machen. Wartet mal. Weil hier rannte doch eine Kakerlake. So, wartet mal. Ich brauche mal aus meinem Inventar das Eisen, die Gitter und die Steps. Das war, glaube ich, der Käfig. Kann. Es war irgendwo. Na. Na? Ah, wir haben zu wenig. Okay, wir müssen noch Holz. 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 Okay. Holz. Wir machen mal alles. Ah. Okay, jetzt musst du das eigentlich.
Abkäfig. Okay. Jetzt schaue ich mal. Wir können ja noch ein paar Gitter machen. Oh, Gitter. Und dann können wir noch ein paar Käfige machen. 8 Stück machen wir noch. Okay. 9 Käfige. Ist es doch. Okay, der Rest kommt wieder. Halt. Das da. Das da. Ja, hier hören. 9 Käfige. Okay, dann wollen wir jetzt noch unsere Werkbank wieder abbauen und dann muss ich mal gucken. Also wenn die Kakerlake jetzt hier noch irgendwo in der Nähe rumrennt, dann nehmen wir sie mit. Wenn nicht, Pech. So, dann ist also schon wieder Nacht. Ihr wisst ja, Krieger im Wasser, ne? Da ist alles möglich. Ich wollte mal gerade noch. So, jetzt aber. Muss man nämlich wieder in diesen kleinen See und dann hier rüber. Okay, also wir haben zwei Flattenklappen. Zwei Flatter. Flattenklappen. Die machen Flattenklappen und heißen Flatter. So rum. Und hallo, Alamea, Hallöchen. Ach, du Bande. Hey, gut, dass ich hier unten stehe. Oh mein Gott. Ja, lass ihn nicht runterkommen. Lass mich einfach hier weiter klopfen. Geht ja auch mal kaputt. Hallo, geh mal kaputt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was war das bitte? War das der Herrscher der Höhle hier unten? Oh mein Gott. Hab ich mich gerade verjagt? Ah. Meine Güte. Oh weia. Ey. So, jetzt muss man mal gucken, was hat denn der hier droppt? Na toll, für so ein Riesenvieh, schaut euch mal den Loot an. Dein Ernst jetzt? Oh. Okay. Gut, auf jeden Fall, wie gesagt, können wir jetzt unser Bettchen hier abbauen. Unser Bettchen abbauen und können uns ja zur Richtung Heimat wieder unterwegs machen. Wir müssen halt nur aufpassen, es ist wieder Winter, ne? Dass wir uns nicht zu sehr, boah, verkühlen hier. Es ist doch arg kalt. Wir hätten uns vielleicht doch nochmal was zu essen machen sollen. Was zu trinken. Aber ich denke mal, das kriegen wir hin. Doch, nach Hause irgendwie durchs unbekannte Gebiet. Aber wir müssen ja unsere Mission noch erfüllen. Das heißt, wenn wir Glück haben. Warte mal. Ein Boot ist lieber sicher. Weil im Winter durchs Wasser schwimmen muss nicht unbedingt. So. Das heißt, wir schwimmen jetzt immer bis zum Schluss. Ey, das sieht aus, als wenn wir schon wieder hier irgendwelches, na toll. Nasse Zeug haben. Dankeschön. So. Okay, Schnee. Haben wir Schneeschuhe mit? Wir haben Schneeschuhe. Schneeschuhe anziehen. Okay. Okay, das sieht nämlich sehr winterlich aus, wo wir lang müssen. Ich habe zum Glück ja wollene Unterwäsche an, unter meiner Kleidung. Also von daher durfte mir nicht allzu kalt werden. Wir müssen aber vermeiden, irgendwie ins Wasser zu fallen. Das so ein bisschen so mein Gedanke, den ich habe. Und ja, wir laufen zwar jetzt immer noch entgegengesetzt, aber wie gesagt, ich habe ja gesagt, wir wollen ja noch ein bisschen ein paar seltsame Tiere oder Pflanzen, die wir brauchen für die. Denn das überhaupt. Warte mal. Okay, das sind diese komischen River Minze. Die nimmt man, glaube ich, zum Kochen. Bei Kochen tut jemand anders wohl. Eine Schildkröte kann man mitnehmen. Wartet mal. Schildkröte? Obwohl ein Cooper wäre mir lieber. Ich würde lieber einen Cooper mitnehmen. Also eine Schildkröte mit weißen. Mit gelbem Körper. So rum. Okay. Hauen wir uns durch den Wald. Was? Oh no. Was? Oh, da ist noch ein Turm. Sehr schön. Wir haben einen Redstone gefunden.
Das heißt, wenn wir jetzt hier uns rumtreiben, die passen definitiv nicht in meinen Käfig und ich möchte nicht mit denen zu tun haben. Die haben nämlich vorne einen ganz großen Zahn und die nehmen mich hops und dann bin ich tot. So. Weil die Dinger kenne ich, das sind nämlich diese Wollnashörner und die sind richtig. Die möchte ich nicht haben. Also da verzichte ich dann freiwillig. Die sind richtig. Also die sind noch schlimmer und vor allen Dingen, wenn ihr dann noch so eine Gedöns Menschen habt, die da drum herum wursteln. Also da kann ich euch jetzt schon garantieren, das überlebt ihr nicht. So, okay, dann schauen wir mal. Den haben wir noch nicht. Das ist Azu Kolo. Oh, eine Wolke in der Flasche. Wolke in der Flasche. Ich kann doppelt springen. Echt? Haltet mal. Oh, meine Rüstung. Ringback. Wie liegt an? Slot. Hand. Bett. Ah, okay, das ist. Okay, nee, den wollen wir. Den nehmen wir nicht. Wir nehmen aber das hier mal mit. Halt mal. Dann können wir das nämlich schon mal auswechseln. Obwohl die hier ja, warte mal. Eisenhorn. Ist warm, ist nicht warm. Oh Mist. Okay, wir nehmen die mal Ersatz mit. Okay, dann haben wir hier noch ein Schwert. Mein Schwert ist noch okay. Brauchen wir nicht austauschen. Hier habe ich noch so ein Ding. Okay, wir nehmen die mal mit. Falls wir doch. Und die Enderperle nehmen wir wieder für Christa mit. Okay, dann schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas entdecken. Und Hallöchen, Ria. Wie schön, dass du da bist. Ich weiß gar nicht, ob Rio heute da ist. Nee, Rio ist heute nicht da. Ich konnte mich heute auch ein bisschen nicht so ganz losreißen, weil er nämlich unser Kroko geboren hat. Und der Basti hatte vor, ich glaube, vorgestern. Und ja, ich. Natürlich habe es mir nicht leben lassen, weil. Huch. Nein, nicht kalt. Okay, wir brechen die Reise ab. Ich habe jetzt keine Lust zu. All das überlebe ich nicht. Gehen jetzt einfach mal spät zu mir zurück. Ins Warme. So, wir gehen zurück. Nächste. Bobo Base. Hopp. Hallo. So, ich bin nirgendwo und ich bin zu Hause. Und hallo Pflanze, nicht fressen bitte. So, das heißt, mir wird automatisch wieder warm. Sehr schön. Gut, okay, dann haben wir nämlich die ersten die ersten Tiere. Die werde ich jetzt hier erstmal gleich verstauen, ja. Käfige werde ich doch mal kurz einpacken. Und dann packen wir mal kurz aus, was wir haben. Weil das wäre mir jetzt zu gefährlich, also. So, wir haben hier einen Flatterkopf. Achso, der andere ist, glaube ich, auf meinem Rücken. So, dann müssen wir hier mal, das lasse ich drinnen zum. Nehmen wir raus. Das nehmen wir. Das. Das. Und das. So, dann können wir schon mal hier wieder Eisen reinpacken. Okay, der brennt da noch durch. Dann packen wir das Eisen hier rein. Weil Eisen kann man nicht genug haben. Okay, hier ist immer noch mein Zauberbuch übrigens drinne. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht. Es kann auch sein, dass sie später kommt. Ich weiß nicht, was sie heute macht. Aber ja, ich habe keinen Plan. War noch veranstaltet. So, es kann auch sein, dass sie noch kommt oder sie gedacht hat, dass ich nicht komme. Das kann. So, was wir auf jeden Fall machen müssen, habe ich hier einen Amboss. Ja, ich habe hier einen Amboss. Ich muss unbedingt, unbedingt meine Rüstung, ja, aufpeppen. Und ich glaube, entweder kann man das, indem man. Wir müssen noch das Inventar noch ein bisschen leerer machen.
Koppel. Haben wir hier noch irgendwelches Holz? Halten. So, die Wasserflaschen muss ich auch machen. Mein Gott, so viel. Okay, wir machen erstmal die Wasserflaschen. Weil das dauert eine Weile, bis da alles gut ist. Dann messen wir das mal da rein. Müssen wir noch ein bisschen Kohle nachlegen. Ah. Heimelig machen. Okay, dann haben wir hier den Ofen. Das muss drin bleiben. Das weg, das weg, das weg, das weg, das weg. Okay. Haben wir hier noch Steine? Ja, ich hätte schwarze. So, dann habe ich hier noch Knochen. Sorry, dass ich jetzt erstmal alles wegpacken muss. Das geht leider jetzt noch. Was? Hier rein. Dann haben wir noch so eine Kartoffel. Das ist noch Samen. Kartoffel. Dann haben wir noch Schneebälle. Achso, die kann man nicht weiter stecken. Dann machen wir mal das raus und dann machen wir den da rein. Da. Dann haben wir hier noch Weiz. Okay, dann haben wir hier noch eine Pickaxe, die war nicht, die schon relativ über ist. Dann habe ich hier meine Flatter, die können wir hier noch einsetzen. Flatter. Oh, dann habe ich noch Ton. Und schmeiße ich hier rein. So. Und ich habe noch Moos. Haben wir auch. Aus. Vorne mal nichts los. Gut, schmeißen wir hier rein. Gut. Ja, ist mir jetzt auch egal. So, okay. Okay, das heißt, in dem Rucksack habe ich quasi nur noch das, was ich brauche. Mal den nächsten. Da seht ihr, habe ich auch wieder besondere Sachen drin. Leuchtendes Gelee, Essen um kurz 80 behalten. So. Ah, wir holen. Sache. Also ich. Okay, wir packen das Gelee hier mal rein. Dann, nur mal das hin. Dann habe ich hier Fichtensamen. Fichtensamen. Also Samen haben wir jetzt wirklich mehr wie genug. So, habe ich hier irgendwo Honigflaschen? Honigflaschen? Okay. Cool. Passt auch wieder alles nicht rein. Ja, dann nehmen wir das mal hier raus. Packen die Honigflaschen da rein und das Zombie-Gedöns da vorne in die Kiste rein. Hopp. Weil das ja eh das Futter für meine Pflanze ist. So, weiter geht's. Haben wir hier noch irgendwas? Wir haben hier noch Koppel. Wir haben noch Knochen. Soll ich zwei Stacks? Ja, wie zwei? Zwei Stacks Knochen, mein Gott. Was für ein Wort. So, okay, dann haben wir Schwarzholz und Fichte. Genau, wir waren ja eigentlich losgezogen, um Fichte zu holen. Ja, das müssen wir auch noch machen. Aber ich wollte jetzt erstmal meine Rüstung wieder machen, weil mit so ein bisschen Rüstung ist halt ein bisschen doof. Okay, die Kiste haben wir noch soweit leer. Das heißt, das Ding packen wir. Das Ding. So. Was haben wir noch jetzt? Noch mehr. Okay, die Milch brauchen wir. Dann haben wir hier noch Mohl. Dann die Dinger. Dann haben wir noch hier kaputt. Ding. Dann haben wir hier nur ein kaputtes Schwert, das kann man machen, das muss Teppich. Naja, knirscht da draußen rum, mir egal. Komm ja nicht rein. Ich könnte. Aha, die Pflanze macht ihre Arbeit, seht ihr? Sehr schön, sehr nice. Und hallo Kai.
Ich habe irgendwie vor lauter du warst du doch, der heute auch Geburtstag hat, ne? Also nicht Musimus, sondern du, oder? War das nicht so? Hast du heute auch Geburtstag? So. Okay, dann machen wir jetzt hier mal das Holz noch rein. Als Holz. Dann haben wir hier noch so ein komisches. Ja. Dann habe ich so eine Purple Lupine. Die könnten Mastine mit. Warte, pack ich mal in meinen Ruck. So, okay. Du hast erst im Mai. Okay. So, auf jeden Fall, wie gesagt, habe ich mich heute ein bisschen bei Coco aufgehalten. Es ist auch ein bisschen spät geworden, aber ich glaube, das versteht ihr auch, dass ich das gemacht habe. So, jetzt mach mal die Ding auf hier. So, hier haben wir noch welche. Dann haben wir noch so einen komischen Korallenfisch hier. Dann haben wir noch so einen Totenkopf. Warte. So. Haben wir schon drei von den Dingern. Ich weiß zwar nicht, was man damit anstellen kann, aber pff, warum nicht? So, okay, der wäre auch leer. Den können wir schon mal da oben hinpacken. Mal hier noch was drin. Ah ja, hier waren die Dinger. So, dann nehmen wir das schon mal. Jetzt gucke ich mal, wie das auch. Gehen. Gehen da. Gut, er ist wieder geheilt. Also ihr versteht schon, nicht geheilt, sondern wieder einsatzbereit. Okay. Dann fehlen mir noch Schuhe, Mütze und tralala. So, das heißt, das nehme ich mit. Ist da? Wolke in der Flasche. Weiß ich noch nicht, was ich damit mache. Das packe ich mal in die obere. Das sind so seltsame Special-Items. So. So, das können wir wegpacken. Silbermünze und Uff. So, okay. Wir haben noch ein Piece. Wir haben noch ein Hemdchen. Und wir haben noch Münzen. Münze haben wir auch schon. So, das heißt, der Rucksack ist jetzt auch. War hier noch was? Irgendwie versehen, wo was hingeschmissen. So, okay, dann müssen wir mal gucken. Wo ist mein Großer eigentlich? Ach, den habe ich doch hier. Ja, so meine Großen. Ich habe gerade Schreck gekriegt. Aber wir hatten noch zwei Flatter. Ach, ich glaube, den hatte ich. Ja. Genau, hier war das ganze Bauzeug. Wir müssen jetzt hier mal irgendwie das Bauzeug separieren von dem, was wir nicht brauchen. Das nicht. Das brauchen wir. So, Bücher erstmal dahin. So, den haben wir hier noch. Pult. Leder packe ich. Und noch was Steinmäßiges davon. Bin mich von Fiebern. Und Key. Gott, okay, dann muss ich jetzt aber trotzdem erstmal gucken, ob ich hier irgendwo. Ich habe noch eine vernünftige Hose. Dann machen wir mal die vernünftige. Ich hoffe, dass das immer reicht. Punkt. So, Erfahrungskosten 2. Sachen repariert, kann sie wieder 1. Gut, okay, dann fehlen nur noch die Schuhe. Und die Mütze. Ah, haben wir noch eine vernünftige Mütze? Wir haben ja noch Mütze. Vernünftige Mütze. Was? Auch noch. Okay. Okay. Also, Mütze haben wir auch wieder auf. So, jetzt fehlen nur noch die Schuhe.
Und ich habe jetzt genau noch 2 Level. Könnte mir natürlich noch ein neues Paar machen, aber ich probiere mal, was passiert, wenn die da reinpacken. Ob die. Ah, gut. Okay, also zumindest die Rüstung ist schon mal repariert, was ja sehr gut ist. So, das ist alles leer. Jetzt müssen wir hier weiter leer machen. Hier ist so viel Tempel drin. Da ist das halt einfacher, wenn ich das in kleine Rucksäcke. Heißt hier das Bauzeug ein. Ich mach einfach nur. So, hier sind die blauen drin. Und dann mache ich mir einen Holzrucksack. So. Ja, wir nehmen auch noch mal kurz. Das restliche Zeug lasse ich erstmal. Ja, dann haben wir den noch. Ist da auch noch drin? Ja, wo ist denn mein zweiter Flat? Da ist der Flat. Da ist das, da ist das. Mal schon mal. Ah, jetzt startet OBS wieder aus. An. Aus. Ah. Das ist wieder Update-Tag heute. So, okay. Ja, wie gesagt, Kroko hat heute Geburtstag und also feiert heute seinen Geburtstag und wie gesagt, der Basti hatte auch Geburtstag und so, ich würde sagen, Lagerfeuer mache ich mal hier rein. Dann haben wir die, die müssen hier rein. Jetzt bin ich am Überlegen. Hier haben wir noch 15, die können wir dann noch machen. So, hier sind noch 15. Dann habe ich hier noch Gitter. Müssen hier rein. Dann habe ich hier noch Eiche. Das ist gut, weil ihr habt ja gesehen, immer wenn ich etwas nehme und es schon habe, dann leuchtet das grün auf. Das ist praktisch. So, ich guck gerade mal, was ich hier noch gebrauchen kann. Warte mal, ich nehme nochmal Kohle mit. Habe ich hier auch Kohle drin? So, was haben wir denn noch hier? Was brauchen wir noch drin? Das brauche ich alles. Okay, das kann man alles da reinpacken. Gut, dann habe ich jetzt erstmal so weit, dass ich jetzt hier etwas weiter bauen kann. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe einen Mischeimer, ich habe das, ich habe das, ich habe das, ich habe mein Bett, ich habe Essen. Und ich muss eigentlich nur noch aufs Trinken warten. So. Weil das müssen ja nämlich nur zweimal brennen. So. So, dann haben wir hier Steine, weil ich brauche ja auch Level, um mich zu porten. So, okay. Pflanze, tu deinen Dienst, bitte. Da können wir live zu. Lanza, guck mal Zombiefleisch. Guck mal Zombiefleisch. Ein Haustier. Was sind denn das für Geräusche im Hintergrund? Wasserfall, Zikaden. Da muss ich gleich gucken. Nein, das ist mein Haustier. Guck mal. Meine Zombie-Vernichtungsanlage. Naja. Da hüpft noch ein Zombie, aber sie kommt nicht ran und er kommt nicht an sie ran. Oh Mann, okay. Gut, dann warten wir noch auf unser Wasser, weil das brauche ich. Wir können aber natürlich. Ei, ei. Ich glaube, es ist immer noch. Ja, es ist immer noch Red Moon. Machen. Also mein Haustier ist echt super. Ich liebe es. Es verteidigt mich gegen alle möglichen Monster, die sich meinen, hier mir mein Stützpunkt zu nähern. Ja, die Pflanze ist jetzt aufgewachsen. Und wie gesagt, das ist eine ganz seltene Pflanze. Und es gibt aber noch eine andere, die ist aber, ich glaube, in einem anderen Biom. Müssen wir mal gucken. Also wie gesagt, bei den Pflanzen, den laufenden, weiß ich. Brauche ich, um die zu vermehren, brauchen die
Also um sie zu zählen, ich glaube 5 oder 6 verschiedenen. Verschiedenen, das ist irgendwie. Ja, ich mach mal einfach mal so mit. Ja, die kommt da oben nicht ran an die. Das ist. Die ist ganz schön groß, ne? So, okay. Wir lassen sie mal alleine da rumwursteln. Während wir halt auf unser Wasser warten, was ich nicht brauchen werde. So, unser Eisen ist durchgebrannt. Das nehmen wir mit. Und die Sticks haben wir hier auch drin. Das heißt, die anderen Sachen haben wir ja eh schon da alle. Und wir haben noch eine Axt, die wir nicht brauchen. Die kann man hier wieder reinschmeißen. Und ihr seht, warum ich das aufhebe, ist, dass ich für den Notfall natürlich, genau, 5 bis 6 verschiedene Blumen, dass ich natürlich für den Notfall das immer machen kann. So, was ich jetzt mal gucken wollte, aber ich glaube, da haben wir kein Glück. Wir werden auf jeden Fall mal versuchen, dass wir heute auch wieder ein bisschen leveln, weil ich komme sonst nicht hoch. Ihr wisst, ich bin ja leider auf meiner Reise verunglückt. Ja, die Königswahl, ich weiß noch. So, und da ist ja mein Zauberbuch. Das lasse ich auch erstmal. Wie gesagt, ich brauche jetzt unbedingt mein Wasser alles. Aber das werden wir brauchen. Meine Tiere lasse ich dann noch. Da kümmern wir uns später drum. 5 Level habe ich schon wieder. Das ist sehr gut. Eisen. Was ich mit diesem Tisch mache, den werde ich wahrscheinlich dann als Verkaufstisch oder so aufstellen. Also das geht alles. So, die anderen Rucksäcke brauchen wir jetzt auch nicht. Der war leer. Der war leer. Der, warte mal, wie war das mit dem Shift-Taste? Da, was? Fällt mich heute in den Wahnsinn. So, da ist das Buch drin und die ganzen anderen Sachen, die wir jetzt eigentlich auch noch nicht. Jetzt mit. Doch, das Glas. Nee, ich weiß, warum wir Fichte suchen, Mann. Wir müssen Fichte suchen. Wir kommen nicht drum rum. Wir müssen doch nochmal in das Lied. Das ist leider nicht zu vermeiden. So, das heißt, ich werde nochmal gucken, ob ich hier noch extra habe noch. Okay, wir nehmen mal die Äxte mit, weil ich brauche jetzt doch noch. Okay. Komm mal nicht drum rum. Es ist mittlerweile wieder Tag. Ich glaube, der letzte Punkt war. Hui. Ah, okay. Gut. Dann sind wir wieder hier und müssen jetzt sehen, dass wir hier irgendwie viel. Hier bleibt aber auch nichts erspart heute. Weil ich brauche ja Fichte. Das war ja die Bedingung. Um diese. So, um diese Fenster zu machen. Deswegen wollte ich ja hier eigentlich. So, das heißt, ich werde jetzt erstmal hier Fichte fällen. Autsch, mir wieder den sämtlichen Schnee auf die Nase fallen lassen. Baum fällt. Das sind alles kleine. Ich nehme mal die dicken hier alle. Werden immer vom Schnee begraben, was nicht so toll ist, aber egal. So, wir haben auf jeden Fall noch genügend Level. Ich gehe mal in das Bio. Das nervt mit dem Schnee immer abkriegen. Es ist doof. Weil der wird mir immer kälter. Er da? Was? Keine Ahnung. Okay, wir gehen jetzt fischen. So, das müssen relativ dicke sein, so damit das richtig was gibt. So, Baum fällt. Top, top. So geht das so. Okay. Wie gesagt, wir brauchen Fisch. So viel es geht. Hey, der kann gar nicht. Ich finde das übrigens sehr praktisch. Ich hätte das gerne auch auf dem Community-Server.
Ist aber leider eine Mod und von daher kann man es nicht verwenden. Aber vielleicht, ja, muss ich mal gucken. Man sollte sich immer in diese Richtung stellen, mit der nicht. War lange vor mir und alles. Ah. Vielleicht kriegen wir ja auch noch irgendwie ein paar Samen. Ah, das ist. Dicke Dinger. Ja, ist dick. Ja, hallo, Krebs. So, es gibt so viele Mods, die ich vermisse. Ja, wie gesagt, bei Mods wollen wir halt nicht drauf haben. Wir versuchen natürlich so viel es geht über Datapacks. Das ist nicht so ganz einfach, weil wie gesagt, die müssen ja immer kompatibel dann sein für beide Versionen, also für Java und für Java. Für beide Versionen. So, okay. Mal schon. Ah, das sieht. Oh, hier habe ich. Das war nämlich der Grund, warum wir Fichte. Okay, aber wir werden mal gleich ein bisschen mehr mitnehmen. Also richtig schön viel. Das ist vom Abbauen von Bäumen. Okay. Das Updaten und Bedrock-Spieler, genau, das ist halt das Problem. Genau deswegen haben wir das nicht. Wetter. Wenn wir jetzt uns die ganzen fetten Bäume hier nehmen. Ja. Gehen uns jetzt nur dicke Bäume suchen. Richtig dicke Bäume. Ja, ist ein dick. Hier machen sie ihren wahren Leben. Wie gesagt, Glas hatte ich ja auch schon so einige. Und ich war ja hier in dem Biom auch noch nicht unterwegs. Daher ist das mal ganz interessant. Ich gehe auch nicht, warum die Entwickler das nicht schaffen, also kompatibel. Ja, das ist halt Konkurrenz, ne? Darf man nicht vergessen. Also, wie gesagt, mit der Bedrock verdienen die ja auch im Grunde genommen ganz viel, während mit der Java verdienen die ja eigentlich nur bei der Bereitstellung des Spiels. Ne? Also, weil alles andere kriegen wir ja mehr oder weniger. Oh Gott. Kostenlos. Hier mal um die Ecke. Ich hab da schon wieder so eine hübsche lila Pflanze für uns. Ine. So. Okay, die nehmen wir mit, weil ich finde die. Und die kriegt's. Da hinten sind auch noch welche. Okay, hier haben wir noch einen schönen fetten Baum. Wie gesagt, Bäume fallen nicht vergessen, ne? Sand wäre natürlich auch cool. Eine Wüste habe ich leider noch nicht gefunden, nur so einen komischen Strand. So, und schauen wir mal. Sind auch noch welche von diesen. So. Wir laufen einfach noch ein Stück rum, weil wir haben ja die Gegend hier auch noch nicht erkundet, davon abgesehen. Da haben wir noch ein paar. Okay. Noch mehr Holz. Dann noch. So, okay, dann haben wir hier noch ein Bäumchen. Weil wie gesagt, Bedrock ist halt Marketplace, ne? Kostenpflichtig. Vieles, sich dazu holt. Und ja, das ist halt das Problem. Und Java ist halt kostenpflichtig. Also ihr kauft quasi das Spiel und habt dann, wie gesagt, die ganzen anderen Dinge halt alle. So, wo ist mein Holz gelandet? Habe ich da? Ja, also. Na ah, toll. So, okay, wir laufen mal weiter. Man weiß ja nicht. Perfekt.
Dorf wäre mal ganz schön. Aber irgendwie gibt es hier keine Dörfer. Irgendwie nur Natur. Und wenn, dann wohnen da ganz böse Menschen. Hier in diesem Village. Okay, hier gibt's so. Keine Pflanze. So, dann werde ich mal vorsorglich schlafen gehen. Jetzt Freezing auf. Na toll. Ah, super. Gibt's auch ganz viele Sachen. Also mir ist nicht so kalt, aber Gott, es ist. Ah, da gibt's da ein Ding. Oh, weiß nicht. Irgendwas hin. 500 Blöcke. Okay, dann laufen wir mal in die Richtung. Dann werden wir ja sehen, was ist. 500 Blöcken auf uns da so wartet. Gehen Sie weg. Lassen uns da hier nicht finden. Hätte gerne ein Dörfchen. Da kannst du, könnten wir da schlafen gehen und. Na ja, ich habe die Stimme schon längst gehört und den Herrn habe ich auch gesehen und den da Kabum-Menschen da habe ich auch gesehen. Ist das. Eieiei. Da ist irgendwas, da war irgendwas. Nein, lass mich, oh Gott. Kroko, lass mich in Ruhe. Geh weg. Geh weg. 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 Ich will jetzt gerade kein zweites Kroko. Ja, einfach nur, irgendwie, bin fort. Klappern. Das ist so gruselig. Au, ja, das war und das war ein Piranha. Was sind das hier eigentlich? Man hat nicht mal Zeit hier sich umzugucken. Gehen Sie weg. Ich will mich umgucken. Mann, aua! Du auch noch? Hast den Bruder mitgebracht oder was? Okay, wir werden mal ganz einfach Tiffy nehmen. Aua. Jetzt ist aber mal gut hier. Ist weg. Ah. Weg hier. So. Oh. Jetzt der Kopf mir auf. Okay, was haben wir denn hier? Da ist eine Höhle. So eine Höhlenähnliche. Nein! Ein Skelett. Den kann ich abbauen. Der leeren Hand. Dass ich. Wir gehen ein Skelett. Ein Riesending. Insofern, dass die mich hier anrufen. Au! Geht weg. Oh, ein Ton. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott, oh mein Gott. Weg, ich bin weg. Ich bin hier drin. Oh. Eieieiei, geht weg hier, alle Mann, weg, weg, weg.
werde so jämmerlich erfrieren. Gehen Sie weg. Gehen Sie weg. Menno. Ja, habe ich nicht. Deswegen. Also von daher ist es, es ist nicht weiter schlimm. Wir müssen nur sehen, ich habe noch 3 Flaschen. Ich muss nur sehen, dass ich jetzt hier irgendwas verbrenne. Irgendwas brenne, irgendwas mache, mache, dass irgendwas brennt, damit ich Level kriege. So, warte mal, ich habe ich nicht noch Erfahrungswerte? Da habe ich da. Okay, wir schaffen das. Ich brauche nur genügend Level jetzt, um da irgendwie irgendwie. So, ich schmeiß einfach überall jetzt da so Zeug rein. So, okay. Wir schaffen das. Immerhin, wie gesagt, haben wir noch irgendwie eine Angel, dass wir hier noch zusätzlich angeln können. Angel, Angel, Angel. Angel. Gut, wir können zusätzlich noch angeln. Sehr schön. Das geht, da sind Sporner drin. Okay. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir werden's rausfinden. Wir werden's rausfinden. Haben wir es ein bisschen. Okay. Ganz in Ruhe. Ich, solange da keiner rumkrebs, kann das auch nicht despawnen, glaube ich. Ich brauche 2 Level. 2 blöde Level. 2 Level. 2 Level auf. Haben wir irgendwas über Kohle oder irgendwas? Irgendwas, was ich machen kann jetzt. Habe ich hier irgendwas drin, was ich machen kann? Ich habe nur Herzen, aber es gibt keine Level. Sand, nee. Auch irgendwas, wo ich relativ schnell komme. Ich hab nichts da. Das ist dumm. Das ist sehr dumm. Habe ich noch Erfahrungsflächen? Welche drinne? Kohle abbauen. Ja, ich habe hier keine. Das eben. Ich habe hier Tatsache keine Kohle. So, ein Level haben wir aber schon. Wir schaffen das. Oh Mann. Ich habe keine Steine mit Kohle. Da kann ich nachts anmachen, wenn ich schon weiß. Die Viecher, wie gesagt, weiß ich auch. Und den lasse ich lieber, weil es bringt. Okay, das heißt, hier muss ich noch Kohle nachpacken.
So. Dann das da rein. Wir schaffen. Ich mache mir da nicht so einen Kopf. Weil wir waren nicht so weit gelaufen. Das ist halt ärgerlich. Könnte mir noch ein Ersatzschwert. Wenn ich nimm mal das hier. Auch ein Level. Auch unbedingt noch ein Level. Ich brauche eine Level. Eine Level. Warte mal, die Waffe ist doch auch immer gut. Warte mal, nimm mal die Waffe. So, schauen wir mal. Was ich denn jetzt? Hab die doch gerade in der Hand. Ah, Überblick, Überblick. Apfel. Ah, Mann. Okay. Was? Und uns ein Teil auch beim Angeln. So. Ja, ich hab dich. Ist gut, liebe kleine Fuchs. So. Gehen wir wieder angeln, dann kriegen wir auch die Punkte. Dinge entzaubern. Ja, wenn ich welche hätte, die verzaubert wären. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Okay, hier ist kalt, weil ich habe nichts an. Das könnte auch zum Problem werden. Das heißt, wir werden uns wahrscheinlich so eine abgeranzte Rüstung überwerfen. Ah, könnt ihr jetzt mal einen Fisch anweisen? Hallo? Oh Mann. Oh. Ich hab hier voll die Hallus. Oh, Machina. Es sind schon 54. Ich friere hier gerade. Ich friere. Ich zitter schon. Seht ihr, wie ich zitter? Okay, das bringt auch nichts. Nicht wirklich. Richtig laufen dann. Es ist ja. Also, wir werden uns auf jeden Fall eine abgeratzte. Dings anziehen. Müssen irgendwas an. Ich muss da auf jeden Fall meine Sachen wieder. Okay, ist da rein. Rein. So, irgendeine abgewrackte Rüstung nochmal anziehen. Ja. Oh, ein paar Hosen. Dann nehmen wir halt die Schuhe. Ich. Okay, zumindest ist uns jetzt schon mal wärmer. Komm, gib mir mein zweites Level. Ah, ist das. Mann, oh, da waren doch Schuhe, ja. Da, kaputte. Könnte die natürlich, die kann man aber nicht kombinieren, nein. Ich könnte mir auch Pfeil und Bogen und so nehmen. Ich kann mir auch das Ding damit nehmen. Aber das brauche ich jetzt nicht. Auf mich. Halt nur ärgerlich. Machen wir mal die Hälfte schmeißen. So, wir haben zwei Level. Wir können los. Ich habe kein Boot. Wartet. Auch ein Boot, weil wir sind ja mit dem Boot. Ein Boot. Okay. Und was zu essen. Nehmen wir mit zu essen. Ich habe noch vier Hühnchen. Nehmen wir mit. Es muss reichen. So. Okay.
Okay, und wir waren unterwegs in die Richtung. So, okay, auf geht's. Oh! Oh Gott. Beinchen, lass mich um. So, jetzt muss man gucken. Großpunkt. Muss ich ja irgendwie in die Richtung. Damit wir nicht in Gefahr laufen. Es geht schon wieder gut los hier. Seht ihr meine Panik wieder. So, aber ich muss einen kleinen Umweg laufen, damit wir hier nicht die ganze Zeit durch den Schnee eiern. Seht ihr, was ich meine, ja? Also laufen wir ein Stückchen so. So, letzter Tool. Sind ja nur 400 Blöcke, aber immerhin, die haben es in. Nein, ich werde jetzt kein Skelett da abbauen. Ich werde jetzt einfach gemütlich dahin laufen und hoffen, dass wir unsere Sachen wieder kriegen. Dann werden wir uns darum kümmern, dass wir dass wir dann diesen Totenschädel finden. Hier liegen überall Skelette rum, denen ist ja alle irgendwie, das ist so bekommen, hier unterwegs zu sein. Ich glaube, die sind alle irgendwie vernichtet. So, dann drückt mal die Daumen, dass dieser Skelettschädel da noch ist. Dass wir den noch kriegen. Die Goldaxt kannst du auch einsetzen. Ja. Ich bin da immer relativ geizig bei den Sachen. Wisst ihr doch. So, jetzt versuchen wir uns hier irgendwie ranzuschleppen. Überall Leichen rum. Das gesehen. Boah. Ich hoffe nur, dass jetzt hier nicht irgendwo. Lecker. Aufpassen. Nicht irgendwie ins Wasser fallen oder so. Okay. Bis jetzt haben wir es ein bisschen schadensfrei überstanden. Mal die komischen Spieldinger hier. Boah, jetzt muss man hier hoch. Bin mir ganz sicher, dass wir das. Blöcke vor. Da muss der Turm sein und da muss ich. Dem Turm. Den Turm sehe ich schon. Seht ihr ihn auch? So, und dann müssen wir ganz schnell unsere Sachen zusammenklapsen und dann, wenn wir die Sachen zusammengeklapst haben, ganz schnell gucken, ob der Drachen kommt. Okay. Ja, diese Maden, Mann, lass mich mal in Ruhe hier. So, okay. Okay, so. Wir müssen hier Sachen loswerden. Mann, ist auch nicht doch schon wieder. Das ist doch. Geh weg. So, wir müssen das hier loswerden. Das loswerden, das da ein. Das da. Jetzt wusste auch, wieso immer mein Inventar so durcheinander ist. Ja. Oh. Oh, Mann, so schnell kann doch keiner seine Sachen holen. Mann, ich will keine Maden anziehen. Weiter. Ich weiß gar nicht. Jetzt bin ich richtig böse. Oh, das ist doch nicht wahr, ey. Jetzt bin ich richtig so. Oh Mann. Das kann nicht sein. So schnell kann ja kein Mensch reagieren. Das heißt, ich werde mir jetzt ein Bett mitnehmen. So, jetzt gucke ich, hier habe ich ein Bett. So, Bett. Bett mit. So, was nehmen wir noch mit? Rüstung.
Ah, weil einem dauernd kalt wird. Das ist doch nervig. Es ist richtig nervig. Es regt mich gerade richtig. Es triggert mich total jetzt. So, was haben wir jetzt hier noch? Wir haben hier nichts. Nichts Vernünftiges. Wir können hier noch ein Herz nehmen. Den Rucksack weg. Deine braucht auch keiner. Weg damit. So, das Problem ist, wie gesagt, so schnell kann sich kein Mensch anziehen. So, damit habe ich mehr Herzen. So, dann brauche ich folgende Geschichte. Bleibchen. Nein, kein kaputtes, ein volles. Eine Mütze. So, eine Mütze. Dann brauche ich Essen. So, Wasserflaschen habe ich jetzt keine mehr. Kann ich hier schon wieder diese blöden Steine hier durchbrennen lassen? Anderes habe ich nicht. Brennen lassen. So. Okay, jetzt bin ich. Ich hätte daran denken müssen, dass ich mir ein Bett mitnehme. So, jetzt brauchen wir eine vernünftige Waffe. Wir nehmen das mit. Und das. Wann? Wann 3? Ja gut, können die nehmen, aber die wird sich ganz schnell abbrauchen. So, ausgerüstet, eingeklappt. Essen haben. So, das Einzige, was ich jetzt nicht habe, sind Wasserflaschen. Das ist nicht mein Glas unbedingt. Nee, das ist. Aber es wird auch nicht. Brauche Tatsache Wasser. Das ist noch eine Wirkungsflasche. So, hier haben wir noch der. Und ein paar wenigstens machen. So, das da rein. Das da rein. Und das mal. Dann machen wir aus Aschen. Schmeißen. Ach. Nicht die da rein, sondern die da rein. So, das raus. Mal hier oben noch mit reinschmeißen. Und die kann man hier noch. So, dann warten wir drauf, dass wir die Flaschen rekuperieren können. Weil ich habe jetzt schon zu wenig. Hallo, Melli. Ich verzweifle gerade. Und ich habe keine Ahnung, wie lange dieser dämliche Drachenkopf da bleibt. Wie gesagt, ich werde jetzt folgenden Plan anwenden. Ich werde jetzt. So, jetzt muss man die nämlich nochmal durchbrennen. Das ist nämlich das Problem hier immer in der Sache. So, der folgende Plan geht vor. Ich werde dort wieder hinstürmen. Ja. Werde mein Bett dort ganz dringendst aufbauen. Ja, mein Bett aufbauen. Und werde dann erst meine Sachen nehmen. Weil wenn ich dann tot gehe, dann passiert mir nichts, weil ich da nämlich dann da bin. Und das war auch der Denkfehler, den ich gerade Tatsache gemacht habe. So, jetzt können wir hier schon mal eine Wasserflasche trinken. So, okay, wir können noch was essen. Können wir nicht. Dann können wir die hier nochmal machen. Weil ich brauche mit Flaschen. Okay. Einmal da durch. Das ist. So kriegen wir auf jeden Fall auch Level. Okay, wir haben keine andere Wahl, wir müssen es leider so machen. Das heißt, wir werden jetzt uns nochmal auf den Weg machen, sobald wir 2 Level haben. Und da werden dort ja versuchen. Ah, das muss jetzt auch. Nein, das ist noch zweites. Muss dann nochmal durch. Wir haben gleich wieder 2 Level und dann, wie gesagt, schmeiß ich mein Bett dahin.
Uns geht's gut. Also, ich bin zwar gerade etwas ange piep. Versteht schon. Ja, das ist echt nervig, wenn ihr Wege zwei, dreimal machen müsst, weil ihr einen wirklich saudummen Fehler gemacht habt. So, jetzt habe ich zwei Level. Ich schmeiß die Steine weg. So, und dann machen wir uns wieder auf den Weg. Wieder dorthin. Halb so schön warm. Werden vorsichtig laufen diesmal. So, vorsichtig laufen. Der Todespunkt. Schaut mal die Temperaturen an, wie hart. Jetzt sind die Viecher da schon wieder unterwegs. Das gibt. Au. 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 Ihr versteht. Au. Es ist so unfair, ey. Es ist einfach nur unfair. So, okay. Ich renne jetzt hier wieder Richtung dieses Ding. Ja, zwischendurch schnell mal was essen. Wir hoffen, dass dieses Rhinoceros jetzt nicht von hinten kommt. Das ist natürlich nicht so schnell, wie es geht, dort wieder hin. Bevor wir hier erfrieren oder verdursten oder sonstiges. Werde mein Bettchen in einem Allgalopp positionieren und werde dann in Ruhe meine Sachen machen. In der Hoffnung, dass ich jetzt nicht irgendwo in einem Loch verstecke. So ist der Weg denn jetzt schon wieder. Mann. Ja, zum Glück sind das weiße Wölfe und keine schwarzen. Nix. Und alles wegen diesem blöden Drachen. Aber ich will den unbedingt haben. Und ich hoffe, dass wir den kriegen. Dass ich den wirklich als Belohnung kriege. Dafür, dass ich jetzt hier den Weg zum zweiten Mal mache. Später mal schon wieder ist mir. Es ist einfach. Aber wie soll man denn das schaffen? Jetzt bin ich ganz woanders. Seht das doch mal. Ey, das ist doch das. Wie soll ich denn das packen? Wie soll das gehen? Ich hab nichts, was mich wärmt. Das ist, wenn alles verwachsen, hier kommt man nirgendwo durch und. Ich kann ja nicht mal irgendwas machen. Das ist echt so nervig. Mann, jetzt hängt hier wieder irgendwas rum, wo man nicht durchkommt. Jetzt hängt hier ein Ast rum. Oh, ey. Es ist nicht meine Welt. Das ist echt. Also, es wird Pixel ist echt diesmal sehr haarig. Weil, wie soll ich denn das schaffen? Guck mal, ich bin bei 99. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Nichts. Nada. Überhaupt nichts. Ich kann nur sterben. Das ist echt, ey. Wie soll ich das machen? Ich kann nichts tun. Nichts. Gar nichts. Kann mich nirgendwo aufwärmen. Ich kann gar nichts machen hier. So, und wieder tot. So. Ja, wo soll ich denn das platzieren? Das bringt mir doch nichts. Das ist egal, ob ich es hier platziere, da platziere, sonst wo platziere. Es macht einfach keinen Spaß mehr. Es ist einfach so. Wenn man immer und immer wieder denselben Scheiß hier machen muss. Es ist echt, das ist. Es ist. Weil, wie gesagt, alleine schon diese wollene Unterwäsche. Das Einzige, was mich warm hält, ist dieses Scheiß-Wollezeug. Und das Wollezeug, das kriege ich nur in der Stadt und das muss ich bezahlen oder mir von Spielern geben lassen, wenn die da sind. Und die Spieler sind nicht da. Schaut mal, da ist. Versteht ihr, was ich meine? Das ist blöd. Das ist das, warum ein Roleplay nicht funktioniert halt. Ja, also bei Roleplay ist es wichtig, dass die Leute dann auch da sind. Und wenn sie nicht da sind, kriege ich die Sachen nicht. Das ist das Problem. Das ist das Problem. So, was mache ich hier? Was soll ich jetzt tun? Ich weiß nicht, was ich tue.
Habe keine Ahnung. Es ist, ich habe da irgendwie heute überhaupt keine Ambition zu. Ganz ehrlich, das ist einfach blöd, weil es ist keiner da. Ich kann nichts kaufen. Ich kann, ja, ich kann mir ein Bett machen. Toll. Kann mir ein Bett machen. Toll. Wir machen uns ein Bett. So, und wo kriege ich jetzt wieder zwei Level her? Versteht ihr? Ich habe immer wieder dasselbe Problem halt. Das ist unsinnig. Es ist, heute bin ich echt im Motzenmodus, weil das ist echt nervig. Wenn ihr versteht. Das turnt ab. Das turnt ab. Weil, wie gesagt, es kann doch nicht angehen, dass ich hier jedes Mal erfriere. Ich habe nichts, was mich wärmt. Es ist Winter, ich kann nichts machen. Es ist, wie gesagt, im Winter geht nichts. Da, wenn, sobald ihr eure Kleidung verliert, ist nada. Ja, da kann jetzt einen Kohleofen mitnehmen, ja, und dann versuchen, dass ich das so mache. So. Aber so meine Öfen jetzt. So, meine. So, nehmen wir einen Ofen mit. Ja, ich rüste mich einmal komplett aus. Weil meine Lagerfeuer, alles ist in dem anderen Ding drin. Also ich habe nichts, das kann ich nicht nehmen. Jetzt habe ich nur noch den Müll hier. Ja, also so langsam wird es echt knapp, weil es ist eine für mich eine einzigartige Ressourcenverschwendung. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, das ist Ressourcenverschwendung ohnegleichen. Es ist, also da muss man ein bisschen mehr überlegen, weil, wie gesagt, es ist jedes Mal Winter. Jedes Mal, wenn ich komme. Ich habe ein einziges Mal jetzt im Sommer gehabt. Und ich bin immer dienstags und donnerstags. Das ist frustrierend, ich sag's euch. Das ist richtig frustrierend, sowas. So, okay, dann nehme ich mir jetzt auf jeden Fall. Ich nehme mir jetzt komplett Spitzhacke mit. Ich habe eine Axt mit. Ich nehme mir eine Schaufel mit. Und mir noch eine heile Schaufel. Wir haben noch eine heile Schaufel. So, okay, das haben wir jetzt. Bett, Essen. Trinken habe ich keins mehr, weil jetzt habe ich wirklich nichts mehr. Und wie gesagt, für mich ist das absolute Kohleverschwendung und Elementen. Das ist, wenn ihr versteht, was ich meine. So, weil was machen ich da mal die Steine dann noch mal brennen, ja, kann man. But. Das ist echt, sowas nervt mich absolut. Weil ich gebe mir so eine Mühe, das Spiel irgendwo zu verstehen. Aber es ist einfach gegen mich. Mach mal die Welt. Ich versuche wirklich alles. Und ihr seht, ich habe ja wieder null Level. Ich kann ja wieder nichts machen. Ich kann nichts tun. Ich kann hier nur wieder stehen und warten und hoffen. Ja. Ah, dann kann ich sehen, dass ich mich hier wieder einkleide. Ja, kaputten Schuhen und kaputten Mützen. Seht ihr, meine Kisten sind leer. Kann nichts tun. Das ist echt so frustrierend. Das ist der Grund, warum ich selten gemoddete Spiele spiele. Versteht ihr das? Weil wenn ihr erstmal die Spielchen kapiert habt und dann so eine Schwierigkeiten habt mit dieser Kälte. Ja, und ihr habt einfach nicht die Ressourcen, weil das aufgeteilt ist als ein Roleplay. Ja, und dieses Roleplay besagt, dass ich diese Dinge mir mehr oder weniger nicht selber besorgen darf, sondern sie besorgen soll. So, und dann sind die Spieler nicht da. Wenn ihr versteht. Was soll ich denn da machen? Da kann ich nichts machen. Ja, das ist immer noch derselbe Winter von der letzten Folge. Genau. Richtig. Richtig. Das sind so Sachen, die ärgern mich dann halt, ne? Also das ist so Jahreszeiten hin oder her, aber wenn man dann als Spieler jedes Mal im Winter da auf der Map landet, ist echt frustrierend so. Da vergeht einem so richtig der Spaß am Spiel hier. Ja, danke. Er tröstet mich allemal. Das ist frustrierend. Und ihr seht ja, ich gebe mir ja schon Mühe. Ich versuche ja alles richtig zu machen. Und ich bin ganz stolz, wir haben den zweiten Flatter. Aber
Wie gesagt, ich brauchte auch die Fichte, weil ohne Fichte geht nichts. Das ist das Problem an der Sache. So, dann kann ich mir wenigstens vier wunderschöne Steinchen dann. Ist das nicht schön? So, Cooper geht rauf, Cooper geht runter. Sag mal. Cooper? Eigentlich wäre es gerecht, dass er mir jetzt den Ey, guck doch mal. Ja, zweimal hintereinander weg erfroren. Konnte nichts machen. Ja, das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist einen Ofen mitnehmen und jedes Mal, wenn ich anfange, zu sehr. Aber jetzt überlegt mal die Zeit, die man dafür braucht. Jetzt stellt euch mal bitte vor, wir hätten jetzt nicht die Gräber. Ja, ich würde es nicht schaffen, meine Sachen zurückzukriegen. Tatsache. Das sind Dinge, die wohl nicht sein dürfen, finde ich. So, kriege ich jetzt hier irgendwann mal ein Level. Nett. Und ich habe ja hier nichts zum Brennen. Ich habe mich ja immer darauf konzentriert, Dinge für andere zu besorgen halt. Ne? Aber ich habe halt immer auch das Problem, dass wenn ich dann Dinge brauche, keiner da ist. Das ist echt. Also es nützt mir auch nichts, in die Stadt zu gehen, weil, ja, woher kriege ich die Wolle? Ja, meine Klamotten, es ist, wie gesagt, außer Christa, Robobo und Skeletto, keiner. So, ich werde mal. So, ich frage jetzt Skeletto einfach, ob er mitkommt. So, ich frage jetzt Skelett, ob er mitkommt. So, und zwei Betten kann ich ja auch schon nicht mehr machen. Ihr seht ja, ich gewaltige Wollprobleme. Ich habe eine Wolle noch. Ja, ich habe ein Bett, was ich mir machen kann. Das kann ich mir vorne aufstellen, das stimmt. Dann würde ich nicht immer zurückspawnen. Aber vergesst nicht, wenn ich da in meinem Bett spawne, habe ich das Problem, ich habe keine Sachen mehr. Ja. Also ich habe dann gar keine Verteidigung mehr. Ich bin dann noch nackiger als nackt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also ich müsste mich dann immer einbuddeln und dann zusehen, dass ich da irgendwie das mache. So, tut mir leid, wenn ich jetzt heute mal so einen Mod-Stream los werde. Weil wie gesagt, das ist wirklich etwas, ja, frustrierend. Weiß ich gar nicht, wie viel haben wir denn? 50 Stück. Ich weiß nicht, ob die reichen für. Ah, doch. Reicht. Okay, dann können wir uns wenigstens noch einen Schlafsack machen. Oh, ein Bett. Bett ist besser. Bett ist besser. Die Betten überall hinstellen, ne? Wir machen uns eine Bettenetappe jetzt. Ja, wir machen uns jetzt eine ganze Bettenreihe. Egal jetzt. Da, ich nehme jetzt auch das Betten mit. Wir müssen das schaffen, irgendwie. Ich weiß nicht wie, aber wir werden es irgendwie schaffen. Oh Mann, ey. Wir nehmen jetzt ganz viele Betten mit und es wascht. Wenn wir Ressourcen verschwenden, dann gleich richtig. So, stoppen wir die hier wieder rein. Mir ist halt nur wichtig, wie gesagt, also wenn ich meine Sachen wieder habe, das ist nicht das Problem, weil der Grabstein bleibt ja bestehen, auch wenn ich mich jetzt hier auslogge. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist der Drachenkopf. Kriege ich den noch, kriege ich den nicht? Das wäre richtig ärgerlich. Das wäre richtig ärgerlich. Den ganzen Aufwand zu machen und ich habe, wie gesagt, den in dem Moment ja nicht gekriegt, weil von hinten ja auch schon wieder was kam. Das heißt, in Panik davon gelaufen bin wieder mal. So. Paar Steine hier raus.
Meine ein gutes Herz, ich kann meine Steine hier alle brennen, also was. Das ist ein Ding, aber ich hatte das eigentlich nicht, wenn ihr versteht. Hopp. So. Ja, die glatten Steine brauche ich letztendlich dann auch. Aber ihr seht, auch ein Skeletto ist arg beschäftigt und hat leider keine Zeit. Und eine Truhe und noch eine Rüstung mitnehmen. Naja, das schaffe ich ja in dem Moment gar nicht aufzustellen. Ah, aber ich weiß, wie du es meinst. Okay, wir machen mal eine Truhe. Eine Truhe. Da packe ich dann Ersatz rein, wenn ich nein. Wo habe ich keine mehr? Oh, eine Axt. Muss mir halt Steine mitnehmen zum Brennen. Jetzt ganz wichtig. Mal wegpacken, aber ich brauche halt diese glatten Steine. Boah. Da noch. Das ist ärgerlich, weil man dann auch so ungeduldig wird, irgendwann, ne? Kennt ihr das? Ihr wollt dann unbedingt diesen Drachenkopf haben und dann geht und geht man tot. Geh ran an das Telefon, genau. Aber leider ist Modpack nicht lange gezockt, um irgendwelche Tipps. Naja, wie gesagt, da helfen wir ihm auch nicht wirklich. Es ist halt shit happens. Das ist halt so. Es ist Winter und da kannst du nichts machen, wenn du was eine Kleidung hast. Das ist wirklich. Ich nehme mir mal nochmal Kohle hier mit. Drin. Weil wir schaffen das ja, aber es ist. Ja. Es nervt. Noch langsam kann ich doch nicht machen. Das Problem ist nur, wie gesagt, Betten haben wir jetzt auch genug. Wo platzieren wir jetzt die Truhe? Dass ich nicht den ganzen Weg da wieder laufe. Versuch so weit wie es geht nach vorne zu kommen. Also ein Bett platziere ich an dem Spawn-Ding, an dem komischen, ihr wisst schon, nach Turm, wo ich immer ankomme. Diesen Gegpoint da. Warm anziehen, ja, Witzbold. Ich hab nichts Warmes. Mein Warmes liegt beim großen Drachenkopf. Ich erfriere auf dem Weg immer dorthin. Das ist das Problem an dir. Weil meine wollene Unterwäsche, wie gesagt, befindet sich woanders. So, die kann man da wieder reinpacken. Es ist nämlich jetzt schon das zweite Mal, dass ich erfroren bin. Weil ich habe nämlich diesen großen Skelettdrachen gefunden, habe die Knochen gelootet und dann kam was von hinten. Ich bin den Berg runtergerannt und habe den Kopf nicht mehr gekriegt und wurde dann im Turm gräußlichst erschlagen. Ja. Ganz böse. Und jetzt habe ich mir ganz viele Betten gemacht und werde jetzt Stück für Stück das jetzt ganz langsam machen. Sag mal, Rio, wenn ich jetzt die ganze Zeit hier so rumeier, wie lange, despawnt der Drachenkopf dann oder bleibt der da? Na, sonst mache ich langsam. Das würde ich gerne wissen. Ich brauche, wie gesagt, zwei Levelpunkte, um halt um wieder zu gehen.
So, wir haben zwei. Okay, auf geht's. Lagerfeuer oder Lava hilft. Ja, ich hab einen Ofen. Weil jedes Mal, wenn ich auf dem Server bin, ist es Winter. So, das erste Bettchen platzieren wir hier schon. Anklicken. Ich kann es nicht mal anklicken. Verstehst du mein Problem? Ich kann nichts machen hier. Das ist echt, das nervt. Ist einfach. Und nicht tun. Hier im Betten packen, dann packe ich da, ist ich einen Ofen hin. Ich erfriere in Sekunden schneller. Boah. Packe ich einen Ofen rein, dann mache ich, esse ich ein paar Kohle rein und dann weiß ich ein paar Steine rein. So, dann habe ich es warm und kann mich wieder aufwärmen. Toll. Und hoffen, dass ich das Bett anklicke. Wenn, warum nicht, dann normal 5 Minuten, wenn es geladen ist. Ja, ist ja nicht geladen, bin ja da nicht. So, Bettchen an. So, okay, dann müssen wir hier irgendwie wieder raus. So, und weiterlaufen. Dann weiß man nicht, wo lang. Das ist echt, das ist auch so. Dass man dann irgendwann so Paranoia schiebt hier in diesem Spiel, allein schon mit diesen blöden Renault-Zerossen, die einen hier ständig verfolgen. Au! Lass mich in Ruhe, du blödes. So, okay, wir rennen wieder los. Bin noch so Höhle. Ich muss schaffen, da irgendwie in das andere Biom zu kommen. Armer. Müssen hier aus dem Schnee raus, egal was auch. Weg. So, hier ist es wärmer. So. Jetzt laufen wir über das Biom wieder dahin. Meiden den Schnee. Ja, das ist echt das nervig, ey. Da ist ein Base-Dorf. Klicken wir. Packen da wieder ein Bett hin. Boah. Russo, schieß mich. Bett. Ich will doch hier nur durch. Lass mich. Heile mir die Strecke jetzt einfach bettmäßig. Den hat es aber durchlöchert hier. So, okay. Wieder nicht weiter, ey. Wachsen die Bäume an der Zeit oder was ist? Das ist ja echt. Lauf doch. Ey. Ob. Denn immer die Temperatur im. So. Den stellen wir. Ach man, jetzt kann ich schon wieder kein Bett aufstellen. Versteht ihr, was mein Problem hier? Das ist so nervig. Es ist schon wieder zu kalt, um meine Sachen zu kriegen. Oh. Oh. So, Items transferieren. Seht ihr, jetzt habe ich wieder 50.000 Dinger, die ich nicht aufnehmen kann, weil ich zu viel Krempel in den Taschen habe. Damit.
Boah. Damit, damit. Anziehen. Weg damit. Weg damit. Boah. Denn jetzt meine Rüstung, meine Mom. Mann, ich werd irre. Wartet doch mal, Mensch. Na, ich kann nicht so schnell. Das geht nicht. Mann, ich bin. Ah. Ich stelle mein Lagerfeuer drin. Mann, das ist der falsche Rucksack. Das ist auch der falsche Rucksack. Nee, bin ich. Ich hab kein Lagerfeuer. Ich habe nichts. Was? Ofen, Werkbank. Werkbank, hallo, Werkbank, Werkbank. Werkbank. Warum kann ich jetzt hier keinen Ofen machen? Weil ich kein Kobbel habe. Ey, es ist doch. Versteht ihr mein Problem hier? Das ist Müll, das ist Kacke. So, und jetzt kommt hier auch noch so ein Arschi an, oder was? Wo ist meine warme Unterwäsche? Ja, hau mich. Genau, mach mal. Das ist das Problem, was ich hab. Ja, genau das, was ich als Problem habe. Genau das. Ich komme nicht an meine Unterwäsche ran. Ich kann es nicht auseinanderhalten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt langsam keine Lust mehr auf dieses Spiel, weil diese Winterscheiße hängt mir zum Hals raus. Doch sowieso. Ist wirklich so. Es ist wirklich so. Es nervt einfach. So, jetzt kann ich hier wieder gucken, wo muss ich hier hin? Da muss ich. Und es ist auch keiner da, weißt du? Ich wollte in die Stadt gehen, es ist auch keiner da, der diese warme Unterwäsche verkauft. Es ist ja keiner da. Guck mal, wer hier heute da ist. Ja? Es macht doch keinen Spaß. Was soll da für ein Roleplay statt? Das funktioniert so nicht. Das geht nicht. Ja, weil sobald ich jetzt hier wieder auf diesem scheiß Eis lang laufe, bin ich gleich wieder weg. Kann machen, was ich will. Ich habe immer nur Winter. Immer. Ich kenn's nicht an. Ich habe nur Winter. Du kannst sämtliche Streams gucken, ich habe nur Winter. Das ist real. Dann macht das irgendwann, macht das echt keinen Spaß mehr. Das ist. Dann findest du endlich mal mit Stolz wie Otto. Und dann hast du so einen Kack wieder. Das ist. Bin sowieso gleich wieder tot. Brauchst gar nicht versuchen erst. Ich brauche es gar nicht erst zu versuchen. Bin sowieso. Häng mal, die will. Weil da steht schon wieder der Hirsch. Ja, der Idiot da. Und ich komme wieder nicht an meine Sachen. Es ist schon wieder minus 69. Der Idiot kommt hinterher. Ja. Ich kann nichts tun. So, bis ich meine Sachen mal eingesammelt habe, bin ich hier verzweifelt. Ja, ich bin entweder erfrierig oder ich werde erschlagen. Eins von beiden findet hier statt. Ja. Das ist echt. So. Das ist mein Leibchen. Na, schon wieder was. Kommen die Viecher hier wieder an. Ja? Ich komm gar nicht dazu, irgendwas zu machen. Boah, wo sind jetzt meine Schuhe? Meine Hose? Mein Helm? Ich hab nur Müll hier. Boah, das brauchen wir nicht. Da sind meine Schuhe. So, das sind meine Schuhe. Das, das, das. Da sind Steine drinne. Boah, ich muss erstmal sortieren, ey, das geht weg.
Boah, das irgendwie anzieht. Das. Oh. Das. Immer noch kann mich alles mal. Boah. Eine Frau ist Bett da unten. Einfach. Ist. Ärgert mich. Ungemein. Echt vor Verzweiflung. Und wenn ich jetzt hier auch eine Pitchfork oder sonst was hier wohnen habe. Ich will diesen blöden Drachen da oben. Boah. Mir ist kalt. Das heißt, ich brauche unbedingt irgendeinen Ofen, der mich wärmt. Das Problem, was kann ich tun? Was kann ich tun? Ich könnte ein Lagerfeuer irgendwie machen. Wartet mal, Lagerfeuer. Haben wir irgendwie Holz? Da, Holz. Mann! Nicht schon wieder. Ey, ich hasse es. So, Lagerfeuer. Mann, ich will doch nur ein Lagerfeuer haben und... Hilfe! Ich brauche ein Lagerfeuer. Mir ist heiß. Mir ist kalt. Erfriere. Da, ich erfriere. Habt das gesehen? Da, und damit ist auch wieder vorbei. Wie schön. Ich kann nicht schlafen, es ist. Wie schön. Es ist. Nee. Es ist echt. Mann! Ach Leute, ich mag nicht mehr. Ich habe keine Lust. Und jetzt schneit es hier auch noch, ist klar. Es schneit hier auch noch. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich hin muss. Wie schlecht. Wo ist dieses blöde D wieder? Bin es gerade da. 1600. Da ist das an. Okay. Toll und wieder Winter. Wie? Das ist der Beweis, dass hier wieder Winter herrscht. Ist das nicht? Und ich will doch nur meinen Drachenkopf haben. Jetzt habe ich wieder das Ganze zu Gemälde in den Tag. Ah, ich mag heute nicht. Es ist echt. Guck mal, jetzt ist wieder alles voller Schnee. Das ist doch echt. Da mag man doch nicht. Das macht keinen Spaß. Ich möchte im Sommer spielen, nicht im Winter. Kann nicht sein, dass ich jedes Mal im Winter spiele. Aber ich sehe vor lauter Schneetreiben gar nicht, wo ich hin muss. Ist auch toll. Ganz ersehen. Ich werde wahnsinnig. So, nächster und letzter Versuch. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann rutscht mir ein Buckel runter. Das ist wirklich so. So, ich bin wieder da. Toll. Klasse. Und bin schon wieder erfroren. Ich erfriere schon wieder gerade. Ganz toll. So. Ah, danke. Das ist echt, das ist so. Wie gesagt, wenn ihr meine Streams guckt, dann wisst ihr, ich bin hier grundsätzlich immer im Winter. Da, okay. Zum Glück haben wir unser Inventar aber schon ausgemistet. Ein Bündel. Was macht man mit dem Bündel? Das ist die Frage. Ich glaube, das trinkt.
klein. So, und ich würde jetzt gerne herausfinden, so Stück für Stück mal, ob es diesen blöden Drachenkopf da oben noch gibt. Denn mir ist kalt. So. Okay, wartet mal, ich mach mal die Invoice an. Die Invoice ist an. Habt ihr Invoice an? Mal was trinken. Ihr hört mich nicht. Das klingt ja schon mal gut an. Hört ihr mich da draußen? Ich hoffe doch. Ausschalten das Teil, du Mutzkopf. Ja, ich bin heute Mutzkopf. So, ich weiß nicht, woran das jetzt wieder liegt, dass meine Invoice nicht geht. Wartet mal, wir machen mal kurz diesen. Und den logge ich mich nochmal ein. Aktualisiere nochmal und logge mich. Also heute so irgendwie alle kreuz und quer. Es ist aber wirklich stressig. Also wenn man wirklich permanent immer spawnt, wenn Winter ist. Es ist nicht lustig. So, hört ihr mich? Ja. Oi, wenigstens etwas, was jetzt mal geht. So, jetzt ist die Frage, da ich länger wie 5 Minuten gebraucht habe, würde ich mal davon ausgehen, dass dieser wunderschöne Drachenkopf, den ich in meiner Panik vergessen habe, dort oben nicht mehr liegen wird. Wirklich? Wirklich? Ja. Das ist dann im Grunde genommen sehr ärgerlich. Weil ich habe mich extrem auf diesen Drachenkopf gefreut. Ich war so stolz, dass ich dieses Vieh gefunden habe. Und denn wenn dieser blöde Winter mir nicht entgegengekommen wäre wieder. Achtung, Pelletscher. Pelletscher, ich sehe keine Pelletscher. Ein Pelletscher hier. Ich sehe nur Schnee. So, und hier oben war der Drachen. Toll. Ganz. Ich bin wieder hellauf begeistert. Das ist echt, das ist richtig. Heck. Das ist. Weil ich hab nur die Knochen gekriegt. Oh, ist das ärgerlich. Was soll ich dir eingeben? Ich hab mich so gefreut. Aber das ist halt das, was ich meine. Ich komme jedes Mal hier an und jedes Mal ist Winter. Jedes Mal. Dabei haben wir die. Dabei wurde schon der Zyklus verkürzt. Ja, sagt, immer Winter. Kannst du gucken, in jedem Stream habe ich das Problem, dass ich mich einbuddel. Oder irgendwo unterirdisch gehe, wo mir nichts passieren kann. Das ärgert mich jetzt extrem, weil ich so stolz war, wie gesagt, diesen Drachen gefunden zu haben. Und ja. Hast du vielleicht meinen Wadderskin wollte eingesammelt? Und dann erfroren bin fast. Und da unten auch noch erschlagen worden. Es kann auch sein, dass ich was vergessen habe. Babo, ich habe auf dem Weg zu dir habe ich einen zweiten Skelettdrachen gefunden. Ja? Ist das der so? Der ist auch nicht sehr weit entfernt. Der ist nur 500 Blöcke von hier entfernt. Hat einer von euch eine Schere? Warte mal, ich habe... Eine Schere habe ich. Hast du? Kannst du mal Schafe scheren, bitte, für mich? Würde ich Ersatz wollen, nur Unterwäsche kriegen können. Die ist schon geschert. Okay. Weiter scheren. Baba, hast du so vielleicht so einen Water-Skin wollte? Ja, den habe ich ja. Den hast du. Ah. Der hat auch eine Möglichkeit, dich warm zu halten. Ich kann mit solchen Sachen. Aber weißt du, was ich gekriegt habe? Warte mal. Aber die kann ich noch nicht benutzen. Ja, die kann. Komm mal wieder zurück zum Turm. Ja, mir ist kalt. Auch warm. Oh, das ist so ärgerlich. Aber jetzt ist das, was ich meine. Das ist so gemein. Ich bin nochmal. Ich bin ganz traurig. Vor allem meine Leichen, die hier rumliegen. So, ich. Ja, die spawnen gleich. Ich hab sie die Sachen in die Kiste getan. Okay. Und ich würde nochmal meine Wasser. Ich guck mal, ja, ich guck mal, ob ich davon noch was brauche, weil das war ja alles nur diese Ersatzrüstung, die ich ja in meiner Panik dann irgendwie angezogen habe. Ja, ja. Aber Babo, warum bist du eigentlich losgerannt im Winter?
Ja, weil es immer nur Winter ist bei mir. Egal, wann ich loslaufe, es ist immer Winter. Ich kann machen, was ich Ui, will. ach, Das ist Scheiße. so nervig. Nochmal ein paar Pfeile hier. Eine Wasserflasche. Okay. Das brauche ich nicht. Hi, kann man das auch trinken? Wird einem da warm? Nee, Oder jetzt muss man fällt die nicht warm. anziehen? Oder man muss die anziehen? Man die anziehen? Man die irgendwo Nee, hinpacken? einfach in der Tasche halten. Okay. Gut, dann bin ich bereit. Mir ist jetzt warm. Keine Ahnung, wo er jetzt hin ist. Ah, da ist er. Leitung? Also hier oben war ich auch noch nicht, aber das ist mir jetzt vollkommen wurscht, weil ich will einen Drachenkopf. Weil eigentlich war ich ja auf der Suche nach, eigentlich war ich auf der Suche nach ganz viel Fichte, die ich ja geholt habe. Und dabei habe ich halt diesen Drachen entdeckt. Und dann war ich natürlich so stolz. Und das Schlimme ist ja, dass man ja dann irgendwie immer nicht. Hat wer meine Wärmflaschen eingepackt? Hab ich hier gegeben. Ich hab zwei. Ah, kannst du Echt? mir eine geben? So, Aber da wird einem ja richtig warm. Gut, denn in welche Richtung muss ich denn jetzt laufen, damit wir den Ich anderen habe Drachen. den Wegpoint markiert. Okay, warte. Der ist da unten. Ache. So, jetzt muss ich mal gucken. Drache. Ah, warte. Muss ich hier herumklicken. Alter Todespunkt. Alter Todespunkt. Ganz tot. Wie Ah, kannst du ich mir hab'n. Ja, ich hab'n. was Den die letzten Punkt. Fernteilfeuer einpacken? Ja, klar. Da geht's. Okay, darf ich vorlaufen? Ihr seid ja sowieso schneller mit euren Drachen, ne? Ja. Ich lauf mal. Ah, jetzt muss ich mal diesen. Oh, der ist wirklich nicht weit weg. Sind das die Drachenberge hier? Die Eisdrachen sind tatsächlich sehr häufig, finde ich. Der Ich. andere, der Feuerdrachen, ist selten. Also, Ich habe ihn bis jetzt noch keinen davon gesehen. ich hab ja schon so meine Erfahrung mit Lebendigen gemacht. Also, die sind mir ja nicht gut. Es Lebendige? sei denn, es schlüpft mein Baby auf. Jetzt ist es besser jetzt. Wenn es wieder ein bisschen kalt wird. Ab. Oh, da ist noch ein Turm. Okay. Das ist ja toll. Ah, oh, der liegt. Aber das Schlimmste eben waren noch diese blöden Renault-Zerosse da, diese Wulldinger da. Die Diese Dinger. Wildschweine. Naja. Oh, mir wird. So ein richtig aggressiv. Oh, mir wird schon wieder. Ach, Geist. Oh. Guck mal rein. Da ist schön warm. Okay, kann ich Pack bitte. mein Wasser darauf packen? Seit wann spawnen die? Kann nicht schlafen, Monster sind in der Nähe, na toll. Ah ja. Jetzt. Oh, Leibgarde. Die Feuerwehr war schneller genommen. Okay. Dankeschön. So, wieso habe ich jetzt schon wieder so ein ätherisches Spirit? Ja. Okay. Eine Wasserflasche? Gehen die alleine runter oder? Ja, die gehen wie Ploppen die so wie Fische. Fische runter, oder? An diese Dinger zum Beispiel bin ich überhaupt noch nicht. Dran gekommen, sagen wir mal, mir sowas zu craften halt. Das ist so Stück für Stück, aber wie gesagt, wenn es so dauerhaft immer Winter ist, es ist etwas anstrengend, sage ich mal so. Warum Okay. kannst du mir eine Wärmflasche geben? Ah, habe ich schon wieder Bye. Pläne eingesammelt.
Skeletto, vorsichtig bei deiner Amphibie, das ist ein Riesenloch. Ah ja. Jetzt kann man weiteres. Okay, Villager wieder. Achtung mit Banner. Okay. Ja, opfern mal das Bett, damit wir eine Hand frei haben. Dann gehen wir von der anderen Seite mal an den Drachen. So, und dann muss ich... Der Kopf, da ist der Kopf. Nee, den musst du restlich machen. Den muss ich recht, wenn der abgebaut ist, der Drache. Wenn du auf dem großen Körper musst du restlich drauf. Einfach. Ja. Ah. Kann auch gar nicht verstehen, wieso ich den Drachenkopf nicht... Ja, merk. Okay. Ich freue mich. Was hat der denn da? Ist der krank? Nee, der ist nicht krank. Ist ein Schild vor ihm. Der uns nicht abschiebt. Ah, die Wasserzeug. Das Wasserzeug wird ja auch ganz schön schnell wieder kalt. Ja. Okay, dann bleiben wir jetzt hier nicht so lange stehen. Ich mach mich mal auf in das wärmere Biom da vorne. Ist das nicht mehr ganz so kalt? Okay, dann danke ich. Vielen Dank. Ja. Es ist nämlich ein schönes Ding für meine Tiere. Weil Fichte habe ich jetzt. Ich kann mich dann endlich im nächsten Teil am Donnerstag weiterbauen. Und Freitag haben wir ja noch etwas anderes vor. Weil Freitag fällt nämlich der Community-Server aus. Ganz einfach, weil wir Freitag die Königswahl haben. Es sei denn, es sollte sich noch was ändern. Aber das werdet ihr mir ja schon sagen. Ich wollte dich fragen. An welche Uhrzeit kannst du da? Ja, wie gesagt, 20 Uhr oder wollt ihr früher? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Weil ich auch nicht weiß. Okay. Na, ich habe 20 Uhr geplant, dass wir vielleicht 20 Uhr so. Königswahl machen und so. 20 Uhr. Mhm. Ihr seid Superhelden, genau. Der Server wird dann beendet. Na toll, na gut, dann packe ich mir noch mal ein Bett dahin. Und dann bleiben wir hier. Nicht in meiner Rede, aber ja. Okay. Ich kann hier nicht bleiben, weil es friert. Hat jemand noch mal ein Lagerfeuer? Ja. Okay, dann müssen wir das Lagerfeuer. Nein, die stehen dann noch. Alles gut, alles gut. Ich packe nur mein Bett dahin. Okay, gut. Nicht dahin schieben, bist du doof? Schieb mich der Waschbär aufs Feuer. Okay, dann danke ich euch und ja, ich würde sagen, wir haben unseren Drachen zumindest, wir haben unsere Fichte und ich würde sagen, wir machen jetzt Feierabend und erholen uns von diesem Ganzen und wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Was? Beim Community-Server, weil da haben wir ja auch noch was Kompliziertes zu bauen und da kann ich mich auch wieder wunderschön aufregen. Okay, ciao, ciao. Ja, tschüss und danke für eure Hilfe und wir sehen uns morgen dann auf dem Community-Server. Okay, tschüss. Nach.